Ja, Blattläuse. Also wenn man Blattläuse hört, dann denkt man zuerst immer an Schädling. Aber natürlich ist das nur für uns Menschen ein Schädling. In Wirklichkeit ist das ein total faszinierendes Tier, das ein grosser und wichtiger Teil des Ökosystems ist. Blattläuse sind zum Beispiel eine Nahrungsgrundlage von ganz, ganz vielen Insekten. Zum Beispiel vom Marienkäferli, aber auch vom Schlupfwespe und von anderen Ameisen, die sich die ernähren vom Honigtau, also zuckerhaltige Saft, die bei der Blattlaus hinten rauskommt, ist sehr, sehr wichtig. Und bei Blattlaus kann man ganz viele lustige Sachen und faszinierende Sachen sehen. Zum Beispiel die Blattlaus, wenn sie optimale Bedingungen haben, die sie sich selber klonen. Das heisst, es werden Junge produziert ohne Befruchtung. Das ist dann einfach genetisch identisch mit der Mutter sind die Blattlaus-Babys und die können so in der kürzesten Zeit Pflanzen besiedeln und die optimalen Umweltbedingungen ausnutzen. Und im Winter, wenn die Bedingungen dann nicht mehr so gut sind, dann machen sie tatsächlich Männchen. Und nachher gibt es eine sexuelle Fortpflanzung mit Eiern, die dann gelegt werden. Und die können dann den Winter überdauern und im nächsten Frühling dann wieder schlüpfen. Und das ist extrem faszinierend. Was ich auch super faszinierend finde, ist, dass Blattläuse, wenn sie bedroht werden, zum Beispiel durch Marienkäfer oder wenn sie Pflanzen so besiedelt haben, dass die Pflanze kaputt ist, dann können sie Junge produzieren, die Flügel haben. Sie sind immer noch genetisch identisch mit der Mutter, aber jetzt haben sie plötzlich Flügel. Die haben auch ein Flügelgen angestellt. Und dann können die Jungen mit den Flügeln können dann einfach davon fliegen und sich in Sicherheit bringen oder die Pflanze besiedeln. Also man sieht wirklich, die Blattlaus, so unscheinbar sie ist und so wenig gern wir sie eigentlich haben, ist doch, wenn man genau anschaut, total faszinierend. Und ist auch ein gutes Beispiel dafür, was man alles Faszinierendes entdecken kann, wenn man mal genau hinschaut. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Wir haben uns jetzt hier mit Blattlaus entschieden.